So, dann sind wir jetzt live in der Let's Play-Aufnahme wieder in Battlefield Hardline Beta in Hotwire-Modus auf Downtown. Und mit dabei ist der Onkel Gunn, der Riddix und der Gehirnsauger. Das hat sich angehört wie meine Oma oder so. Hallo. Nee, und dieses Mal sogar heute mit Facecam. Facecam, oh Gott, oh Gott. Ja, sonst mache ich ja meine Let's Plays immer ohne. Hast du zwei Kills oder was? Nee, ich mache jetzt gerade den Test hier über OBS, weil er meinte von wegen, er konnte über OBS nicht aufnehmen. Ich habe kein Problem, ich kann mit Shadowplay aufnehmen, weil ich eine Grafikkarte von Nvidia habe, die hat er nicht. Und ich kann mit... Mein Ding? Nee, streamen habe ich ja gerade nicht, ich nehme gerade auf. Das kommt dann auf YouTube. Jetzt hat er den Link vom Dings rausgehauen. Stream ist offline. Ja, hast du den ein bisschen gesehen? So, dann wollen wir doch mal gucken, Okay. wie die Runde denn jetzt hier rocken Bitte? tut. Gefragt, wie es dir bisher gefallen hat. Ja, eigentlich so ganz gut bis jetzt. War noch am Überlegen, mir das jetzt zu kaufen. Irgendwann mal. Echt? Oh, weißt du, guck mal jetzt. Oh. Onkel, magst du mal den Oreo runterschieben zu uns? Ja, bin ich denn noch da? Ja. Komischerweise jedes Mal, wenn ich im Game drinne bin. Fall gefällt mir das eigentlich Ja. immer noch recht. Auf jeden Fall habe ich immer noch keine Rechte und kann nirgends so joinen. Muss man das dann unbedingt? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Ne, Oreo, du bist jetzt auch gerade live mit im Let's Play von Hardline, ne? Guten Tag. In der halben Stunde bin ich da. Da schlafen wir schon alle. Da hast du da voll viel mehr. Joa. Nicht nur Hardline. Alter, ist das Kacke. Gibt's jetzt eigentlich auch irgendwie sowas wie aus Battlefield 3, 4, Jo, und wieder ein Kill hier, ne? Ja, aber so wie mit Chat und Nein, Panzer. nein, 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 nein. Keine Jets. Nee. Keine Jets, keine Panzer. Kannst ein Motorrad fahren. Ist halt so eine Mischung aus PD und Battlefield und COD, würde ich fast schon sagen. So, nee, ein bisschen was. Wo ist Aber der wisst ihr, was die hier einbauen hätten können? Fahrrad oder sowas. Ja, ein Fahrrad! Aber wenn ich Battlefield höre, denke ich eigentlich an Riesen Maps mit Massenausfall an Fahrzeugen und Zerstörung. Nee, Infanterie-Maps gibt es dann nicht, das Call of Duty in groß. nee, es ist ja nicht nur Infanterie, sondern du hast ja hier Polizeiautos und so, ne? Boah, die du mit einer Waffe kaputt schießen kannst. Ja. Die halten ja wirklich gar nichts aus. Wir sind vorhin, da hieß es ja auch, es gibt da der Raketenwerfer, ist ja gar nicht, den findest du irgendwo. Ja. Jedes Mal, wo ich mit ihm im Fahrzeug war, war einer dabei, der Raketenwerfer lag. Der Einschuss und der Fahrzeug ist nicht. Das ist ziemlich Quatsch, ja. So, was ich jetzt so sehe in den Videos, kein Bock, dass ich mir Battlefield Hardline holen will. So, dann. Das Nee. ist kein Battlefield mehr. Mal schauen, ne? Wie gesagt, es sind ja noch nicht alle Modusse und sowas, ne? Deswegen. Mal Ja, gucken, wenn was. wir jetzt schon keinen richtigen Conquest-Fahrzeug-Modus drin haben, eigentlich dann. So, ein bisschen die Mucke genießen hier, ne? So, aber auf jeden Fall läuft es jetzt mal richtig gut hier in dem Let's Play. Ich weiß gar nicht, was los ist. Oder wir sind vorher die ganze Zeit auf die falschen Server gekommen. Dann geht denn die bis zum Sonntag, oder? Bis zum 8. Ja. Ach, du bist schon auf dem Server. Ja, natürlich. Ich denke mal, bis Montagmorgen geht die irgendwann. Ja, wahrscheinlich wird sie sogar wieder verlängert um 2-3 Tage. Wie die letzte Mal, wo die auch verlängert. Nein, wer. Oh. Problem irgendwie, ne? Ging doch, glaube ich, Tag nicht, ne? Ja, ich glaube, der erste Tag ging nicht, ja, glaube ich, da war irgendwas. Irgendwas war da, deswegen haben die ja 2-3 Tage noch verlängert. Irgendwas kann ich nicht da erinnern. Ey, du kannst durch jede Fensteröffnung springen, egal wie klein die ist. Das ist ganz gut gemacht mit dem Fenster. Aber. Ja, ich weiß nicht, mich überzeugt. Ich meine, wenn es ist irgendwie nichts Heimliches, nichts Ganzes, aber. Anscheinend viele
spricht es ja an, also viele gefällt es anscheinend so. Ich meine, gut, also für mich wäre es eigentlich nichts. Also, es war wieder was anderes, weil es war, ne? Ja. Ja, aber es wirkt nicht ausgereift. Es wirkt halt. Keine Ahnung. Also, ich hab's ja noch nicht gespielt, weil ich glaube, ich bin gerade, aber was ich von der letzten Beta her gesehen habe, von den Videos jetzt sehe, ich hab's ja mit Fahrzeugen und so rumfährt und es gibt's bei denen irgendwie nicht, also. Ja, gut, es gibt schon welche. Ja, die so mit einer Waffe runterschießen kann. Naja, du brauchst aber schon eine gewisse Zeit, um das, den Wagen wirklich so runterzuhauen. Mit einer normalen Waffe. So, wollen wir uns mal aus dem Fenster lehnen hier, ne? Oh, den haben wir uns natürlich eher geschnappt als er hier. Das Battlefield hat einfach mehr Action-Waffen als bei Fire. Die Atmosphäre im Battlefield ist schon besser. Das ist gerade das 1-4. Ja, wie gesagt. Die Leute, die natürlich das Let's Play schauen, können natürlich auch gerne mal in die Kommentare hauen, was ihr zur Hardline-Beta sagt. Ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Werdet ihr euch was holen? Oder werdet ihr eher bei Battlefield 3 und Battlefield 4 bleiben und warten, bis Battlefield 5 2016 eventuell kommt? Wow! Ah, da hinten stehen sie schon wieder. Wow! So. Ah, wollen wir uns mal ein paar Gegner wiederholen hier, ne? Weil wir wollen uns ja nicht auf den 6-2 ausruhen. Und ich finde, man kann auch nicht mehr so schön durch die Gegend springen wie bei Battlefield 3 und Battlefield 4. Wieso, ich stream noch gar nicht? Ich stream. Nee, ich mach gerade Let's Play. Ja, aber. Ja, wir Jungs vom GSC, wir sind halt ein bisschen langsamer, da muss man sowas öfter wiederholen, ne? Leute, hier unter. Oh. Der ist natürlich schon wieder weg. Aber die Runde ist gleich schon wieder vorbei, ne? Und die Runde ist zu Ende. Ja, und wir haben gewonnen mit 7-3. Würde ich sagen, das war doch mal eine gute Runde. So macht Hardline auch Spaß, denke ich mal. Ja, dann dürft ihr euch alle jetzt verabschieden. Warum denn schon verabschieden? Ich hab noch nicht mal gespielt.